Ja, liebe Leute, wir sind zurück bei Pokémon Schwert. Wir machen heute weiter mit dem Thema Viridium, weil wir haben alle Spuren zusammen. Von ihr, oder von ihm. Und ja, Sadia habe ich gefunden endlich und wir suchen sie jetzt auf. Hey, wie läuft denn die Jagd nach Anhaltspunkten, Yoshi? Anhaltspunkte? Dann schauen wir mal, was du bisher zusammengetragen hast. Du hast 6% der Anhaltspunkte zum Eisengen-Pokémon gefunden. Und 0% zum Felsenhöhlen-Pokémon. Aber 100% zum Wies-Pokémon. Oh cool, du kannst es auftreiben. Ja, damit sollten wir exakt bestimmen können, wo sich dieses Pokémon aufhält. Ich muss bloß die Daten in diesen Pokémon-Detektor ein und die Suche nach Lebenszeichen läuft. Und läuft und läuft. Aha, das Habitat wurde das Pokémon wurde ermittelt. Das Wiesen-Pokémon befindet sich am Bett des Giganten. Wie es aussieht, kann unsere Suche nach legendären Pokémon schon bald von Erfolg gekrönt sein. Viel Glück! Ja, dann machen wir es heute auf dem Bett des Giganten. Und wenn es heute ein bisschen was kürzer wird, dann liegt das, daran, dass wir jetzt schon ein bisschen was verstehen. Ich muss kurz zum Bett des Giganten, das heißt hier runter. Da müssen wir es immer aufspüren. Die Frage ist, ob das hier drin sich befindet oder wo. Gucken wir mal rein. Nö, da befindet sich es nicht. Okay. Das muss also hier aber... Oh, jetzt muss ich jetzt echt suchen danach. Ich hasse das, wenn ich wieder suche, wenn ich wieder Spiele des Pokémon suchen. Ups, Jana. Wenn ich wieder spielen muss, hier suche das Pokémon. Da ist es. So, versuchen wir es. Vielleicht können wir es ja gefangen sogar. So, herzlich willkommen, Viridium. Ich hoffe, dass ich dich jetzt kriegen kann. Welches Level bist denn du? 70, okay. Dann gehen wir mal auf Kopfnuss. Viridium ist übrigens nur so nebenbei von Typ Pflanze und Kampf. So, probieren wir das mal, was man... Wenn wir mal eine Kopfnuss ein bisschen anschwächen können. Und ich möchte es gerne versuchen zu fangen. Also es ist zwar ein legendäres Pokémon, aber vielleicht haben wir ein bisschen Gedusel. Ist natürlich voll. Gut, ich habe das Spiel gespeichert. Das heißt, es wäre nicht tragisch. Aber wir versuchen es natürlich zu fangen. Los geht's. Natürlich nicht. So, komm her. Das Gute ist, es wird gespeichert. Ah, das war mir fast klar. Und hauptsache, das Viech, das killt noch mal kurz bei Nibalo weg. Mit dreimal Laubklinge. Nee. Das weiß ich nämlich nicht. Warte mal, ich gucke gerade, ob ich irgendwas habe. Ich setze jetzt mal Knallkrake ein. Ich weiß, das ist auch neutral. Aber ich möchte ja Viridium auch irgendwie fangen. Hellball, Superball, Pokéball brauchen sie nicht. Hochball. Simperball. Du bist neutral. Ja, ich muss es jetzt irgendwie fangen, weil wenn ich ehrlich bin, der scheiß Hagel, der killt mir das Pokémon jetzt weg. Ja, wir müssen neu starten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ist klar. Mach mal eben genau aus dem Volltreffer raus. Ich habe gar keine Chance gegen das Viech.
Er hat diese Drecksnagel, Alter. Die Frage ist, ob ich das fangen kann. Es kackt mich an. Ich melde mich gleich mal zurück. Ich muss mal kurz das Spiel neu starten. So, wir sind wieder dabei. Mit Viridium. So, okay. Versuchen wir es nochmal. Weil irgendwie müssen wir es ja mal kriegen. Das kleine gute Viridium. Wir versuchen es nochmal. Auf geht's. Libalo, versuch es nochmal irgendwie anzuschwächen. Und wenn wir das Pokémon dann quasi haben, dann können wir versuchen, das Eisenkern-Kobalium, den Eisenkern-Kobalium aufzuspüren. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das wird dann in der Nähe, ab der nächsten Folge das Thema werden. Dieser scheiß Hagel, wenn der mir nicht auf den Sack gehen würde. Weil dann nochmal hätten wir das, hätten wir kein Problem mehr. So, warte mal, ich guck mal, ob ich einen Hyperball irgendwo dabei hab. Ich habe natürlich keine weiteren, kein Meisterball, ich kann gar nicht. Ich versuch's jetzt einfach zu fangen. Das befreit sich doch schon. Also, jetzt muss ich gleich wieder in der nächsten nochmal ran mit dem Schneiden. Das habe ich beim Mewtwo zum Beispiel beim Pokémon Disco Evoli machen müssen, dann musste ich auch das Spiel neu starten. Das kann doch nicht sein, du kannst doch auch drin mal drin bleiben. So, wenn es jetzt nicht reingeht, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir wieder nochmal neu starten. Ach komm schon, ey, das ist doch nicht wahr. Du musst sterben. Und nochmal neu starten. Sehen uns gleich wieder. So, auf geht's zum dritten. Ich weiß nur nicht, was passieren würde, wenn wir es komplett besiegen lassen und es dann nochmal aufgespielt wird. Aber ich muss jetzt tatsächlich erstmal besiegen. Das heißt besiegen, ich muss es dann halt schwächen. So, weil das Problem ist, durch den Hagelsturm verliert es halt immer klar KP. Aber wir kriegen es nicht hin, wir müssen es halt jetzt uns ein bisschen Zeit geben. Und das versuchen wir jetzt gerade mit der Aktion. Natürlich nicht. Wir haben ja ein bisschen Luft. Es kann nicht sein passieren, dass wir es jetzt 4-5 Mal ansetzen müssen. Mit der Hagel ein bisschen auf den Sack geht gerade. Komm mal. Eins? Natürlich nicht. Also mir hat es gerade eins kommen, was ich. Ja, komm, ey, du hast schon ein Schwert. Herzhaft, du machst jetzt so eine Aktion raus. Oh Gott, ey, geh mir auf den Nerv. Also heute wollen wir auf jeden Fall versuchen, das gute Viridium zu fangen. So, dann setze ich mal deinen komischen Nahkampf ein bisschen außer Gefecht, dass du wirklich nur mit Laubklinge angreifen kannst, weil du kannst gegen alle Geist-Pokémon nichts machen. Wir sind jetzt gerade vom Level her ein bisschen höher. So, komm her. Du kannst nichts tun, du kannst nichts tun, aber du gehst mir auf den Sack mit deinem scheiß Hagel. Wenn der Hagel nicht wäre, wäre es für mich einfacher. Dann hätte ich ein bisschen mehr Zeit. Aber die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Kriege ich natürlich irgendwie. Ich kann es nicht paralysieren, ne? Ich habe keine Donnerwelle, das ist das Problem. Sonst hätte ich ein bisschen mehr Luft. Aber diese scheiß Hagel kriegt mir auf den Sack, weil das Problem ist einfach, das haben wir schon bei Arktos gehabt, dass mir das deswegen weggestorben ist, weil dieser scheiß Hagel kommt auf die Idee kam, hey, ich könnte dir dein Pokémon wegtauen. Das ist nicht wahr. Ich dachte mir, mit ein bisschen Glück haben wir es ja vielleicht.
Komm schon, One-Hit KO. Ja gut, doppelter Schwertkampf, ne? Hey, wir sind fast im roten Bereich, weil es jetzt schon wegen diesem... Der Hacke, der nervt mich. Der nervt mich echt wirklich. Weil den hätte ich, wenn der nicht wäre, dann hätte man wirklich am Ende nicht Zeit gehabt, das Pokémon so ein bisschen ins roten Bereich zu bringen, ohne Probleme. Aber scheinbar sagt der Spiel, nö, das nicht. So, auf geht's. Eins, zwei, drei. Das zweite Mal mittlerweile. Ach komm, ernsthaft. Ja, mach doch noch weiter mit deinem Scheiß. Du weißt auch instant, was du tun musst. Nein, das ist sonst kurz gerade. Ich will nicht normal. Natürlich nicht. Oh Mann. Du willst einfach sterben. Du willst dich gar nicht fangen lassen. Nee. Ich will einfach nur sterben. Die ganze Zeit sterben. Wir müssen es gleich nochmal neu starten. Weil ich mittlerweile im roten, komplett roten Bereich bin. Und das kaut mir gerade alle meine Hör doch mal auf mit der Scheiße jetzt. Also es nervt mich gerade ein bisschen. Jetzt fäng ich an, ein bisschen angepisst zu werden. Weil es jedes Mal wieder vermeidbar ist, die ganze Scheiße. Ja komm, du bleibst jetzt drin oder du verreckst wieder. Fuck you, ey. Fuck you. Du willst sterben, ne? Blödes Viridium. Weil du echt mir mittlerweile auf den Sack gefallen hast, scheiß Hagel. Also einmal da war jetzt noch. Zweimal war er schon drin. Bricht jetzt eh wieder aus. Das war's. Können wir wieder neu starten. Ja, es bringt ja nichts. Wir sehen uns gleich wieder. So, Versuch Nummer 4. Das gute Viridium aufzuspüren. Weil mittlerweile nervt es mich, weil ich jetzt eigentlich kaum noch so zu machen kann, ohne dass mir dieses Viech regelmäßig durch diesen Kackhagel wegstirbt. So. Also zweimal ist es mir echt fies ausgebrochen aus dem Ball. Ansonsten muss ich echt gleich ein Pokémon ansetzen, was irgendwie eine andere Attacke kann, um mir mit Zeit zu geben. Ich weiß gar nicht, ob ich eins hab. Eins, zwei, drei. Scheiße. Scheiß Laubklinge. Geh wenigstens rein. Ich hab keinen Bock, noch mal ein fünftes Mal zu starten. Klar, warum nicht? Es ist auch übrigens der letzte Versuch, den ich diese Folge bringe. Den nächsten Versuch setzen wir in der nächsten Folge. Das ist mir dann irgendwie doch zu heiß. Yes! Man muss nur meckern und es funktioniert. Wunderbar, wir haben es. Irgendwann dann doch. Cool. Jawohl. Ah, Entschuldigung. Das ist cool für Abislange, Leute. Man muss nur ein bisschen meckern. Nein, brauchen wir nicht. Wir nehmen es aber mit ins Team. Also, einfach so jetzt. So, wir nehmen Arktos raus, weil das brauchen wir nicht. So, gut. Dann haben wir das Thema Viridium abgehakt. Wir können mal kurz gucken, mal zu Sania mal gehen. Weil wir haben es ja aufgespürt. Wir haben ja an der Höhle das Terrakium schon zumindest ein paar Spuren gefunden.
Aber jetzt machen wir mal unser Freestyle auf. Dann kann man nämlich das Pokémon heilen. Uns ein bisschen heilen. Und dann kommen wir kurz zu Sania und dann machen wir final Feierabend für heute. So. Okay. Ich hoffe, das ist das Richtige. Also ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Auf Anhieb, aber hallo. Hey, das ist Viridium. Boah, cool, das Wiesen-Pokémon ist selbst gefangen für mich. Jawohl, ich habe es richtige Zeit, die ganze Zeit immer gewusst. Meine Hypothese war richtig. Verzeihung, da habe ich meine Gefühle ein wenig übermannt. Hier, Belohnung dafür, dass du mir das legendäre Pokémon gezeigt hast. Oh, 10 P-Bonbons. Es! Und die anderen zwei Pokémon müssen sich ganz sicher auch hier irgendwo aufhalten. Du hast mein vollstes Vertrauen bei den weiteren Nachforschungen, Yoshi. Jo. Gut. Dann haben wir das Thema auch durch. Für heute. Das nächste Pokémon wird wahrscheinlich ein Kobalium sein. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen wir da brauchen. Da müssen wir auch erstmal wieder die Fußspuren finden. Ja gut, wir sehen uns wieder dann in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit den nächsten Pokémon. Bis dahin und...